Spoilerwarnung für die dritte Folge der zweiten Staffel Bad Batch. Diese Folge stellt ganz schön viel auf den Kopf. Vielleicht ist alles, was wir bisher über die Klone, die Order 66 und vor allem die Inhibitor-Chips zu wissen glaubten, falsch. Heute müssen wir neue Antworten finden. Also, viele von uns sind mit Star Wars The Clone Wars groß geworden. Wir kannten die Klone jahrelang als verständnisvolle und gutherzige Soldaten. Als dann die Order 66 ausgerufen wurde, war plötzlich alles anders. Die Klone töteten ihre langjährigen Freunde und Generäle, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Scheinbar ohne Reue, ohne Emotion. Als wären sie zu gefühlskalten Droiden geworden, die jedem Befehl des Imperiums blind gehorchen. Doch war das wirklich so? Denn in der neuesten Bad Batch-Folge ist es ausgerechnet Commander Cody, der in Star Wars 3 noch den ersten Schuss auf die Jedi abgibt, der uns zeigt, wie falsch wir mit unserer Annahme liegen. Er zeigt uns, dass die Klone ihre Menschlichkeit nicht verloren haben. Im Gegenteil, sie schlummert weiterhin in ihnen und sticht ihnen ins Gewissen. Doch wie kann das sein? Sollten die Inhibitor-Chips nicht dafür sorgen, dass die Klone jedem Befehl blind folgen? Bisher hat doch alles darauf hingedeutet. Darauf, dass die Chips nach ihrer Aktivierung das Hirn der Klone permanent verändern. Als nämlich die Order 66 ausgerufen wurde, sehen wir eigentlich keinen Klon zögern, bevor er den Befehl ausführt. Lediglich Rex schafft es, das Unvermeidliche einige Sekunden hinauszuzögern. Doch selbst er und die gesamte 501. feuern danach problemlos auf Ahsoka, zu der sie zuvor ganz offensichtlich eine Bindung hatten. Schließlich haben sie ihr sogar, nachdem sie den Orden verlassen hatte, ihre Rüstung gewidmet. Außerdem hatte bisher fast jeder Klon, der gegen das Imperium war, seinen Chip entfernt. Also, wie gesagt, es schien so, als hätte der Inhibitor-Chip die Klone wie Droiden umprogrammiert. Jetzt erfahren wir aber in Bad Batch, insbesondere Staffel 2, dass das nicht ganz stimmt. Schauen wir uns zum Beispiel Captain Wilco an. Er und sein Squad benehmen sich nicht wie Sturmtruppen oder Droiden, sondern wie Klone, so wie wir sie aus Clone Wars kennen. Wenn er Männer verliert oder jemand verletzt wird, ist ihm das nicht egal, sondern er kümmert sich um sie. Das Band der Bruderschaft zwischen den Klonen ist so stark wie eh und je. Gefühlskalte Roboter benehmen sich anders. Bei Cody ist es noch offensichtlicher. Als Crosshair die Jedi als Verräter bezeichnet, sieht er kurz sehr traurig und schuldbewusst aus. Während der ganzen Mission schert er sich auch immer um das Wohl von Unschuldigen und versucht auch bei der finalen Konfrontation eine friedliche Lösung zu finden. Und muss dann feststellen, dass diese Herangehensweise im Imperium keinen Platz hat. Die Mission hat aber Erfolg und als er sieht, wie die lokale Bevölkerung wegtransportiert wird, erkennt er die wahre Natur des Imperiums. Und dass er dort nicht hingehören will. Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Und wir müssen mit ihnen leben. Nach diesem Gespräch verlässt er erstmal den Dienst. Klarer kann es nicht werden. Cody bereut die Order 66 und kann es nicht mehr ertragen, imperiale Befehle auszuführen. Wir wissen jetzt also Folgendes. Während der Order 66 hatten die Klone keine Möglichkeit, sich dem Befehl zu widersetzen. Und auch kurz danach benehmen sie sich wie umprogrammierte Droiden. Doch zu irgendeinem unbekannten Zeitpunkt wendet sich das Blatt. Wir sehen es bei Hauser, bei Wilco und jetzt bei Cody. Immer mehr Klone verweigern ihre Befehle und desertieren. Irgendwann haben sie also ihren freien Willen zurückbekommen. Doch wie? Wir haben unsere Community gefragt und sind zu folgendem Konsens gekommen. Die Chips waren alleinig für den Zweck da, dass die Klone die Order 66 ausführen. Das war auch ihre einzige Aufgabe. Sie wurden geschaffen, um die Jedi zu töten. Danach hatte das Imperium keine Verwendung mehr für sie. Da fragen wir uns aber, wieso sie die Klone dann überhaupt noch beschäftigt haben. Man hätte sie ja auch sofort alle töten können. Mit einem zweiten Selbstzerstörungschip oder so. Wenn ihr eine bessere Antwort habt, dann gerne in die Kommentare damit. Falls euch jetzt noch ein aufwendiges Was-wäre-wenn interessiert, in dem die Klone und die Inhibitor-Chips eine wichtige Rolle spielen, dann schaut euch dieses Video als nächstes an. Josh und Dima out.